Moment, ein Schild, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Game of Life 2. Heute hallo, mit hallo, Peter und Sebastian. Hallo. Wir brauchen eine Socke. Alter, was hast du denn für einen geilen Alien? Heute sind wir, heute sind wir aus meiner Sicht im Gruselzeitalter. Echt? Heute wird's gruselig. Dann hat mein Aloha nicht so ganz gepasst. Heute gibt es volle Punktzahl, der gewinnt. Ganz normale Regeln meinst du, ne? Einfach ballern. Das klappt. Also Peter, klassisch. Normaler Dann spiele ich ja ganz anders als sonst. Ja, das heißt, Peter gewinnt. Ja, wobei das ist egal, welche Regeln wir gemacht hätten. Können wir das noch machen, dass wir irgendwie versuchen, Peter zu nö, also... Oh, er geht, komm schon. Jetzt Peter einen reindrücken, das wäre nice. Investiert. Schön nice. Könntest du natürlich Peter wirklich einen reindrücken? Jetzt Peter einen reindrücken, wäre 10 von 10. Was für ein Brötchen? Aber ich will nicht gegen Peter. Ich habe ein Brötchen gerade bekommen, keine Ahnung, was hier los ist. Nee, aber reicht das schon, wenn da steht so, yo, jeder muss dir 10.000 geben? Wird ja schon reichen. Ja, das wird ja schon reichen. Deswegen würfel ich jetzt erstmal eine starke 1. Ja. Um jetzt erstmal richtig Gas zu geben. Nee. Nee, warum nicht? Nee. Hey, du musst ja nicht Peter den direkt den Punkt geben. Ja, ey. Das ist dummes Spiel. Geh mal erstmal den Rasen wenden. Du hast dich am Brötchen verschluckt, Sebastian. Nee, ich habe ja nicht mal reingebissen. Ja, ich sollte da reinbeißen. Vielleicht ist das besser. Was ist denn, was ist denn auf dem Brötchen? Mit. Hatte ich heute einen Bosch? Und einen Frischkäse. Komm schon. Alles okay. Ja, Bram, jetzt. Ja, jetzt komm. Hast du okay, angekündigt. Okay, komm. Angekündigt. Jetzt okay, komm. Hast du Peter. Komm, okay, Baby. Doppelter Goldschein. Oh, lass mich nicht Dobby werden. Bitte nicht, Alter. Das wäre nice. Boah, das wäre schon insane, Bram. Oh, das schafft Peter. Das schafft Peter. Das ist doch lecker. Das ist halt einfach abartig. Nein. Das ist so abartig. Nein, Gott, wieso? Ach, was? Oh, scheiße. Ach, das ist doch Schmutz. Wie kann man immer jedes Mal Glück haben in irgendeinem Würfelspiel? Wirklich, Peter. Klär das, bitte. Ich geh AFK. Bram ist gelaufen. Jetzt kannst du halt nochmal richtig reingebumst werden, ne? Also, du bist jetzt bei Null. Ach, kacke, ey. Koch ist doch Schmutz. Geh doch immer wenigstens Geld zu haben nachher, wa? Ja, so irgendwie so war das. Gönn mir jetzt erstmal einen Keks. Ach komm, was ist denn hier los? Wer als erstes im Ziel ist, war das Ding, ne? Oh, kann auch helfen, ne? Ja, kann auch helfen. Ja, eigentlich nicht, oder? Ja, alles für die Liebe! In meinem Sportauto sehe ich mich. Ich habe auch schon Geld verdient. Mal machen. Fassbar. 2 Kronen, dieser Sebastian. Ein wahrer König. Ja, ich habe schon gewonnen, quasi. Fehler, du warst nicht von dir abzulenken. Du hast noch am Ende wieder 3 Kronen. Hatte ich noch nie. Na gut, dann hast du endlich eine Challenge. Erstmal werde ich jetzt hier einen Besuch, Beruf erlernen. Vielleicht auch einen Besuch. Du besuchst? Dschungelforscher. Geil, was ist das für ein... Peter hat auch ein DLC. Was hast du für DLC? Ja, das, was wir letztes Mal hatten, das ist hier Beach und Hawaiianisch und so. Weiß nicht, Beach und Hawaiianisch. Ich hatte auch irgendwie so Küstenstrände oder sowas hatte ich. Aha. Hättest auch die 100k direkt reinvestieren können, die Bram dir geschickt hat. Ja, hätte ich machen können, aber irgendwie. Wollte ich dann doch. Ich bin gebrochen. Die Sache ist durch. Warum nicht so viel aufgeben in meinem Leben? Du kannst Peter weiter ärgern. Gar kein Thema. Gibt's ja eigentlich immer den Weg irgendwo rechts einfach so in den Abgrund? Suizid! Wo ich direkt sagen kann, hier ist die Hölle. Oh, ich werde eine Hexe! Ja, schon ziemlich passt gut. Zu mir. Und passt tatsächlich. Oh, schon süß. Ja. Ja. Fünf. Ey, bislang ist mir noch nichts Schlechtes passiert.
Naja, das ist schon mal scheiße, auf dem Geldfeld zu landen. Ja, okay, aber wenn das das Schlechteste ist, was mir passiert ist, bin ich jetzt nicht unzufrieden. Wobei ich jetzt einmal schon rot, ne? Bitte keine 4, keine 8 und keine 9. Bitte Kopf nicht. Ja, schon sexuell. Am besten, was war das denn? Was hab ich denn? Scheiße. 4. Ah, 1. Welche Nummer hatte ich denn? Wer hat drauf geachtet? Wieso habt ihr eigentlich alle so coole Skins und ich hab nix? Tja. Oh, ja, wir werden Ingenieur. Hexe. Schutz, ist viel cooler als Roboter. Jetzt nochmal, bitte keine 9, keine 8 und keine 4. Ich muss einfach aufs Geld spielen. Bitte, nein! Die Sternfarben sind bei mir blau, blau, blau und braun. Ja. Das ist nicht so zu erkennen. Bitte. Wem hast du jetzt das Geld gegeben? Dir! Lila. Ah, ich bin die 8. Okay, ich bin lila. Also, lila ist blau. Nice, danke Bram. Sehr lieb von dir. Ah, komm. Zeig jetzt direkt Steuer. Steuer. Und direkt Steuer drauf. Ah, nee. Jetzt, ja, vielleicht kannst du jetzt wieder 100k ausgeben. Ja, oder auch nicht. Rot. Hey, ja, geht aufwärts, Bram. Ja, guck mal, du hattest doch nur einmal Pech jetzt in dem Game. Nach dem Studium erst 200k zu haben, ist echt blöd. Ich hab nur 100k. Das ist schon wirklich schlimm, dieses Studentenleben. Ach, Peter, guck mal, echt. Und Peter gönnt sich nochmal wieder 50k. Das heißt, nochmal, du hast gerade die 50k gekriegt. Ich kotzen, ey. Ja, und aber trotzdem gönnst du dir jetzt nachdem nochmal 50k, nachdem du 100k bekommen hast. Ja, okay, aber das war ja Bram. Ja, okay, und jetzt ist es selbst. Oh, was? So. Nein! Oh! Scheiße, das tut weh. Da freut sich die Schweinchen. Also, nicht wir sind leuchtende Schweinchen. Aber Sepp ist vorne. Ja, deine Mutter ist auch immer vorne bei mir. Wie viel? Ne, warum? So, ist gut. Wollen wir hier nicht Jay dann Geld geben? Wieso nicht? Das ist doch alles Kacke hier. Oh. Oh, was? Ich dachte, du safest dir die Schweinchenkrone. Ja, mach ich vielleicht noch ein andermal. Andermal? Ja, ich gönn mir einfach nochmal selber. Perfekt. So ist das das Fairste für alle. Weißt du, da regt sich auch keiner drüber auf. Ja, ich finde das nicht gut, wenn du einfach Geld geschenkt bekommst. Ja, aber wenn man sich selber gönnt, ist doch okay. Oder nicht? Grundsätzlich schon, aber dir gönne ich trotzdem nicht. Achso, ich muss drehen. Ich war gerade so. Runde. Ey! Ja, gut. Ich krieg halt einfach. Ich lande bei mir stand da eine 10. Bei mir auch, interessanterweise. Okay, bei mir stand da eine 1. Bei mir stand da auch eine 10. Ja, bei mir stand da eine 1. Aber ist nicht schlimm. Ey, eine 10 wäre mir lieber gewesen, wahrscheinlich. Ist ja witzig. Ah, komm hier. Bleib Single, Alter. Kann nichts bieten. Na, Bram, wenn du dich eh in den Tod stürzen willst, dann lieber ohne Kinder. Hey, Freund. Bram hat jetzt 440k, der ist richtig reich. Das ist halt echt so. Ist richtig reich, der Bram. Cash jetzt nochmal richtig rein. Ja, so wie ich auch. Ah. Babysitten für 80k. Würde ich auch machen, Sepp. Wie wäre das so, mit also Julius sitten? Ich würde dann auch zu euch hier kommen, also auch von Berlin aus. Ja. Echt? Ja, ihr bräuchtet auch Essen, Trinken, Verpflegung und so. Also Jahresgehalt sehe ich dich da, Jonathan. Ja. Also, okay. Ne? Ist doch normales, normale Sache. Ja, also als Babysitter 80k ist glaube ich echt nicht schlecht, würde ich sagen. Ja, aber ist ja 24-Stunden-Job, ne? Ist jetzt nicht hier. Also die Arbeitsbedingungen, die stehen da ja nicht. Moment, aber du hast ja doch als Nanny auch ein bisschen Freizeit, also ist das ja nicht. Hast du mal die Nanny gesehen? Die Super Nanny? Die Sendung? Ja, die Super Nanny habe ich gesehen. Ja, nee, die so Nanny. So. Da gibt es dann so eine Serie Nanny? Im Fernsehen, heißt die Nanny. Nee, habe ich nie gesehen. Nee, das ist so RTL-Sitcom-Schmutz. Und so die hat auch ein bisschen. Hämmert. Die hat da auch so ein bisschen Freizeit auch mal, so eine Stunde am Tag für sich, aber sonst ist sie immer Halligalli. Wieso krieg ich nee, bin ich kein Freund Kohle. Von, muss ich ehrlich sagen. Du hast zwei Herzen, Alter, du brauchst kein Geld. Aber ich kann gucken, Lim links. Ne? Frau Eieruhr sucht vielleicht einen neuen Job. Könntest du das ja auch machen. Ja, du.
Also Julius ist auch echt belohnendes Kind. Solange sie dich nicht sitten muss? Nee. Das kann man auch echt falsch verstehen. Habe ich auch endlich mehr Zeit für Elden Ring und... Nein! Wieso? Mach doch mal eine 4! Was sind denn so die was hast du denn für Anforderungen? Muss nur Julius beschäftigt werden oder muss jetzt auch noch die Bude geputzt werden und das Klo von dir und so? Weil dann ist 80k viel zu wenig, finde ich. Nee. Julius, also hauptsächlich. Also nur Julius bespaßen. Das geht da, klar. Aber auch ein bisschen aufräumen, ne? Also der ist ja wie so ein Tornado. Ach, jetzt doch schon, aufräumen. Du musst schon das wegräumen, was du quasi mit dem Dreck gemacht hast, ne? Wenn ich für 20.000 oder 30.000 oder sowas eine Ganztagskita finde, die das macht, dann könnte ich die 50k ja einstecken für mich, ne? Da darfst du eben noch nicht sagen. Nee. Ja, also okay. Ganztagskita, Jonathan, eine Ganztagskita sind nur 8 Stunden, ne? Ja, aber dann, ich finde dann halt noch eine... Komm, alle die 2 diese Runde gemacht. Das ist ja nur 3. Mega der Geldsack, Junge. Dann finde ich einfach nur 3 Ganztagskitas, denn 3 mal 8 sind 24 Stunden. Ja, das stimmt, aber wenn die alle zur gleichen Zeit arbeiten, wird das schwierig, ne? Ja, dann sorge ich dafür, dass die das halt nicht tun. Und in deiner Rechnung wird das dann wahrscheinlich auch eng mit dem Geld. Ah, glaube ich nicht. Ach so, ja, also, Hauptsache Julius geht's gut und er ist beschäftigt. Ach komm, bei dir. Hauptsache Julius geht's gut, irgendwo hab ich den Spruch schon mal gehört. Nur ohne Julius, sondern mit Alessio. Geh weg mit deinem Wissen da, Sebastian. Okay. Ohne Kiste warum, nicht. Peter? Also wenn's einer weiß, dann ich. Ich hab Jonathan fast schon so weit, dass er mein Babysitter wird, ne? Weil wenn ich nicht deiner Julius Babysitter. Das meine ich ja. Meine ich ja. Peter, hättest du mal investieren können. Ah, investieren, wenn wir schmieren. Jawohl, einfach immer selber sich gönnen. Keiner macht eine 4. Einfach sich selber gönnen. Das nervt. Aber 4 ist auch eine Unglückszahl. Das ärgert keinen. Alter, das ist Jay nicht mehr als Julius Hitter. Ich bin 3-mal jetzt auf grün gekommen. Wie soll man das gewinnen? Oh. Lieber kein Geld geben. Das kann doch nicht wahr sein. Voll am Durchrushen hier. Ah, weiter. Sehr gut. Jonathan, hast du denn schon mal eine Windel gewechselt? Das wäre schon mal relevant für Bewerbungsgespräche jetzt gerade. Naja, ich würde einen einstellen, der das für mich macht. Nur Windeln wechseln. Für 80k würde ich auch einen einstellen. Für 80k würde ich halt jemanden einsetzen, der halt meinen Job übernimmt. Wenn du mir 80k geben würdest, um Julius zu bespaßen, ich schwöre dir, der wäre perfekt bespaßt, perfekt umsorgt und so weiter. Und ich würde nicht einen Handschlag machen. Also brauche ich auch nicht. Also ja, ich finde jemanden, der Windeln wechseln kann und schon mal bestimmt Windeln gewechselt hat. Okay. Gas geben. Also wenn ich das richtig habe, so eine Pflegekraft für meine Oma, die kriegst du nicht so günstig, glaube ich. Das ist richtig, aber das ist auch eine andere, die braucht noch eine krasse Ausbildung. Also für Kinder nicht, oder was? Das ist die Zukunft. Ja, nicht die. Jonathan ist ein studierter Arzt, ja? Da will mindestens schon so was Gleichwertiges hier haben. Ich möchte nicht bitte mit Ärzten verglichen. Was ist denn mit einem richtig sexy Boy oder einer richtig sexy Lady, je nach Präferenz? Das ist doch besser als ein studierter Arzt. Das weiß doch, das kann er doch jetzt noch nicht über Julius sagen. Nee, aber für Sepp... Ob er jetzt eine sexy Frau ist? Ja, nee, Julius, der soll ja schon gebildeter Typ werden und nicht irgendwie mit seiner heißen oh Mann! Matratze durch die Gegend eiern. Warum denn? Was hast du jetzt gegen Matratzen? Ja, weiß ich nicht. Herr Peter, aber ich finde jetzt auch eine 5 machen können. Ja, nee, eine 5 wäre noch schlimmer gewesen. Und Peter, endlich! Masterclass! Du hättest einen anderen nehmen sollen, Peter. Hättest du 200.000 plus gemacht. Ja, das stimmt. Potenziell, aber potenziell auch nicht. Peter mal in die Zukunft. Ja, potenziell auch nicht, Alter. Das ist schlecht. Das erste Mal. Ich hab dir gerade genauso 50k gegeben. Nee, hab ich nicht gesehen, Peter. Dein Geld pleasert mich auf jeden Fall nicht. Nein, Sepp. Pleasert mich beides nicht. Scheiße.
Aber auch wichtige Bewerbungsgespräche hier mit Jonathan geführt. Ja, das stimmt natürlich. Oh das nee, irgendeiner kriegt Geld. Ja, hey, Bram hat fast schon die Millionen gehabt. Krass, ne? Ja, aber Bram hat auch einen Schuldschein. Und hat auch nur zwei Millionen Bücher bislang. Und ein Haus. Was? Ja, das sind 2,5. Kriegst du so ein Schmutzhaus, und das sind 2,2. Rechts nimmst du. Die Villa auf einer Klippe. Bei Jonathan kochen kannst du ja schon, ne? Also dein Gyros hat Julius letztens sehr gut geschmeckt. Also das könntest du dann öfter kochen. Also kochen ist jetzt nicht so das Schlimmste. Ja. Solange ich nicht Eier mit Soße kochen muss. Nee, das hat er noch nicht probiert. Ja, das mag der bestimmt auch nicht. Du bist dran, by the way. Achso, warte, ich musste gerade überlegen. Schädige doch dein Kind nicht direkt fürs Leben. Ja, also wenn er es direkt nicht mag, dann ist es ja, also dann ist er nicht, also dann ist er das direkt klar, also ist er wie abgehärtet. Direkt enterbt. Mag Eier mit Soße nicht direkt. Ja. Scheiß Kind! Du musst vertauscht worden sein. Komm, die Eins! Ja! Oh, Astronom. Ist er jetzt. Ja. Wenn schon, denn schon, ne? Hab ich, Salut! Was hat Baumhaus später auch wieder verkauft? Kannst du die Führung übernehmen? Ja, Peter, der kann gar keine nicht. Chance. Klar! Ich hab auch 5. Hä? Hast du nicht? Fünf. Du hast 4. Doch, er hat 5. Steht stimmt. Da doch drunter. Ah. Ich hab vielleicht schon Kopf gehabt. Hätte ich vielleicht auch ablesen können, ne? Ja, hättest du. Der Quatsch. Weil Jay war direkt schon am überlegen, was er für Videos spielt. Die ganze Zeit am überlegen. Jawoll! Jetzt kommst du direkt. Ach so. Investieren. Ja. Hexenhütte. Luxuszelt. Komm vorbei, da wohne ich. Ach so, bei mir ist ein Luxuszelt. Luxuszelt kostet 450.000, ey. Ja, aber es ist auch ein wirklich luxuriöses Zelt. Was auf den Malediven, Peter? Und wieder eine 8, komm. Eine 9, wow. Soll ich Peter noch mit Kohle pumpen? Das sieht wie, das sehe ich jetzt erst. Wow. Das ist ja frech. Was ist jetzt? Dass ich das Geld bekommen hab. Alter, bei mir versucht das Spiel gerade aufzuholen, glaube ich. Alles geht schnell. Alter! Ey, 100k gezahlt, nur wegen dem Scheiß, weil ich gedreht hab. Das ist doch scheiße. Hey, du kannst öfter mal eine 1 machen. Schmutz! Oi. Eine geile Solarpaneele. Ich sag mal so, das wird sehr, sehr hart. Da noch eine Schnitte zu haben. Du musst jetzt was machen, ne? Ja. Fuck you. Oh, Peter, okay, hat 170, das ist mega smart. Wieso gehst du denn jetzt auf mich? Ich hab am wenigsten Geld. Mega smart. Genau deswegen. Das ist richtig, mit richtig cool. Guck mal, ey, mit das gewonnen. Ja, von wegen, ich bin voll der Lacker. Aber du hast 2 Kronen. Hexe. Das ist 800.000 Unterschied, das heißt, Jason Richter ist immer noch hinter dir. Wundert mich nicht. Vielleicht muss ich mir halt überlegen, vielleicht muss Peter mein Babysitter werden, der ist irgendwie erfolgreicher im Leben. Der kostet aber das Doppelte. Nee, Peter hat gesagt, der macht das auch für 80. Ich bin gleich arm. Ich muss jeden Job annehmen. Was denn? Nehmen wir Gehirnchirurg. Ist nicht der beste Job, aber hey, ne? Ja. Ist das nicht der beste Job? Mit 200.000 ist der Astrologe ist doch der beste Job, oder? Ja, Astrologe. Ah. Oh, jawohl. Auf dir selber? Das ist okay. Jetzt ist er aber ganz fix. Was hab dort willst, Rom? Du sollst mehr Einsen würfeln. Ne, du willst halt möglichst schnell vorankommen. Kohle der Junge hat. Ja. 450k. Oben in der Mitte. Nee, mehr. Oh. Oh, mehr. Oben rechts. Oh. Da. Unten das links. Ist, aber okay, Bam. Schon Gewinn ist Gewinn. Immerhin plus. Gewinn ist Gewinn, ja, so kann man das natürlich zwei Felder sehen. Verschwendet, aber ist okay. Das ist natürlich bitter. Hast du wieder, aber schlechter. Theoretisch auch 130 verloren. Ah, dammit. Ah, gelbes Feld ist auch gut. Oi! Oh, da mal ein bisschen Flatterwochen. Aber Schiffe sind scheiße. Flatterwochen? Ah, ja, da wurde Flatter. Ja.
Er hat abgeflattert. Flanders. Okay, nur abflandern. Das will Sepp wieder machen, bestimmt. Oh, ja, das gönn! Ist das gönn! Problem. Gönn! Vielleicht kriegt er jetzt auch so eine Auswahl wie Jay gerade. Peter. Schulden! Oh. Oh. Ja, jetzt oh, der muss zahlen! Er kann's dich nicht leisten! Ja, Lutz, stimmt! Ja, was will man? Peter am letzten Dschungel. Oh nein, er macht es. Er kriegt ja, sogar zwei. Oh, zwei. Das hat er jetzt wert noch. Ist. Oh, Junge, der juckt mir direkt der Kopf, als wenn ich Läuse hätte. Wenn er jetzt eine Eins jetzt würfeln eine würde, er wäre insane. Ja, er kriegt natürlich Meeresbiologe. Komm mal eins. Meeresbiologe und 200.000 verdienen. Nein. Ist ein fucking awesome Job, möchte ich an der Stelle sagen. Oh, die 4 ist mega. Yes. Direkt Steuer. Ich müsste eigentlich egal, wer gewinnt, ob ja, Peter ist. Peter wird aber richtig gerade durchgenommen, ey. Ja, ich weiß, aber du gewinnst so oft. Peter, du gewinnst immer. Ach schon, ne? Ja, nein, mach doch nicht den. Dann poppel ich dir wieder Geld in den Hintern, ey. Es ist halt ein Witz. Ich kann das Spiel nicht. Ich kann das Spiel, das ist wenn du mal vorne. Gib mir was Dickes. Alter, Monsterleuchtturm oder eine Totengräberhütte? Ist doch scheiße. Ja, das ist bei mir so. Ja, ich versuche mir das gerade die Gebäude vorzustellen, wie die aussehen. Der Monsterleuchtturm, der sieht schon ziemlich cool aus. Da ist ein Kraken quasi drin, um den Leuchtturm schlungen und ein Auge Saurons quasi oben, da wo dann Licht ist. Jawohl. Mach doch mal eine Eins. Nee, ich bleib bei den 10. Bin jetzt einmal durch. Bringt dir gar nichts. Ja, das kann. Ja, nur mal sicher. Würfel ist eh eine 10, das ist total irrelevant. Why? Nein! Oh, warum? Und er pumpt wieder Geld. Also das Spiel will aber auch, dass Peter nicht auf zumindest letzter wird. Ich glaube auch. Weil das wird wieder ich. Mal schauen. Mal schauen, vielleicht mal auch schauen. Ich, Jonathan, aber. Ach Quatsch, du hast eine Krone. Ja, mal schauen, wie lange noch, ne? 11 hier Icons oder wie auch immer. Hä, Töck hat mein Auto? Ich glaube, das hat einen Getriebeschaden. Ich glaube auch, das klingt nicht richtig. Ja, oder? Und dann wackelt auch noch so komisch hören sich Elektroautos von dir an? Ja. Nee. Ich glaube, vielleicht sollte ich mal umsteigen auf ein Elektroauto. Auf ein LKW? Ich glaube, das ist ein Zweitakter, den ich hier verbaut habe. Was ist das denn? Ja, wirklich. Wo ist der Schmutz? Der einfach jedes Mal so viel Geld mehr bekommt. Ja, komm, Ram, Peter. Oh. Ich will natürlich die mehr Versuche haben. Verkauf meine Hütte an mich! Komm! Also 900.000. Oh, da Alter, natürlich trifft er das. Wie das war so klar. Jedes das war Mal. So klar einfach nur. Peter gewinnt das wieder. Der hat 1, der hat jetzt schon 2 Millionen. Wie? Das war mal du hast 2.400.000. Ja, aber die können mir ja nur weggenommen werden. Ja, wer soll denn das hier, wer soll ich denn da facen? Jay macht so ich mit meinen 1 und 3. Geht so? Ich kauf noch mehr Häuser. Ich kauf einfach nur Häuser. Schon 5. Ja, super. Schleimkraftwerk. Oder das heimgesuchte Vorstadthaus. Ja, natürlich das Schleimkraftwerk. Das sieht doch gut aus. Ja, das sieht super aus, Mensch. Ich habe noch nie in einem Spiel, glaube ich, 2 Häuser gekauft. Krass. Okay, vielleicht habe ich ja doch noch eine Chance, zumindest bei den Häusern. Bei den Schweinchen. Da kann ich jetzt vielleicht challengen mit 5. Kann ich sogar wirklich. Ja, er hat ja auch 5. Genau, dann nehmen wir die Kohle ab. Ja, aber kann ich ja challengen. Ja, Peter natürlich. Peter ist aktuell die 1. Peter ist halt ein Konkurrent, oder nicht? Also rechne halt hoch, der hat 2 Einser-Kronen. Muss meine 100.000 wiederholen. Ich sehe sowieso, dass Peter dich abzieht. Peter gönnt jetzt die... Peter kriegt... Nein! Es war so klar! Oh Mann, warum hast du nicht mich genommen? Mit der 2 gewinnt Peter die 100.000! Philimus! Ich lach Hast mich du mein kaputt. Leben. Alter Bram, ey, du feedest ihn auch noch. Ja, ich nehm nur mal einen Keks, Peter hat Alter. So viel Geld wie du, aber 2 Kronen mehr, Bram. Wie fühlt sich das an? Obwohl Mega. Alle gegen Peter sind. Schon ganz schön erbärmlich von dir, möchte ich an der Stelle sagen, ne? Ja, let's go. Ja, du. Ich hab Angst, dem wieder Geld zu geben, Jay. Ja, dann gönn mir.
dir? Klar. Oh nee, dich bezahle ich ja eh schon. Ach, scheiße. Also ich will mir auch challengen. Ich hab zumindest gerade noch... Yes! Nur so hoch wie knapp. Muss, Peter, ne? Ja! Nein, nur so hoch wie der Moos. Ey, ist das krank. Wichtig. Der ist trotzdem, nur zur Info, immer 100k plus mit diesen Drehspielen. Ja? Nee. Viermal wurde ich gechallenged. Zweimal abgeben, zweimal bekommen. Du hast schon viermal gespielt? Ja, okay. Ich bin im Plus. Ich habe einmal 100k gewonnen. Von mir. Zufrieden. Ich habe auch einmal 100k gewonnen. Bram hat zweimal 100k verloren. Das ist korrekt. Ja. Das ist mein 1 nices Life. Das kannt. Ihr seid alles P-U-S-S-Ys. Der ist nochmal hier. Pussions? Was soll das denn heißen? Ja, Pussions. P-U-S-S-I-E-S. Pussies? Ja, oder auch Pussies. Ach, Peter. Pussies? Pussies? 8. Huren. Oh, die 1. Gönjamin. Scheiße, ey. Ich baller jedes Mal jetzt gerade Geld in euch rein. Ja, aber noch eine 1 und nichts mehr, ja, geil. Ach, guck mal, noch ein Schweinchen. Mega. Naja. Also Peter hat Angst, kann ich versuchen Titel zu challengen. Bram, jetzt musst du nur mit Wissen glänzen. Ah, ich mach nochmal eine 1. Ja, mit Wissen glänzen jetzt hier, Bram. Bling. Ah, ich hätte ja die Sparschweine genommen. Das ist so egal. Mein Game of Life ist echt beschissen gelaufen. Warum gewinnst du das nicht? Am Ende, weißt du. Warum trägt ihr alle Nummer sicher? So habt ihr doch nie eine Schnitte. Hä, hey, klar hab ich voll die Schnitte. Ich mach jetzt hier erstmal Gehaltserhöhung. Let's go. Ja, kommt da noch ein Gehaltsfeld? Wäre eigentlich geil, wenn nicht. Doch, eins kommt noch. Ja, ich weiß, also kriegst du eine Beförderung, da kommt kein Gehalt mehr. Wie weit bin ich eigentlich wieder zurückgeblieben? Ja, können wir den Satz so ausschneiden, bitte? Deswegen habe ich dir da extra so formuliert. Als ob Peter jetzt der Erste ist, der auch noch drin ist. Klar, gibt ja auch 400k für ihn. Alter, oder 250. Peter hat beide Kronen. Peter strahlt die ganze Zeit in die Kamera und denkt sich die ganze Natürlich. Zeit, ihr Motherfucker, ihr geht die ganze Zeit auf mich und ich pumpe euch trotzdem. Der freut sich die ganze Zeit sehr gut. Gönn ich dir, Peter. Gönn ich dir. Dankeschön. 1. Ist okay. Eine 1 hätte ich aber auch genommen. Eine 1 hätte ich gerne genommen, tatsächlich jetzt. Jetzt kann ich kein Haus mehr kaufen. So, ich glaube, ein paar Felder kommen noch. Da ist noch eins rechts. Und noch eins vorne. Ich will ja zumindest eine Chance haben um den Sieg. Zwei Häuser hast du noch, oder? Das ist richtig. Ja, aber das sind keine wertvollen Häuser. Aktuell könnte ich überhaupt nicht sagen, wer gewinnt. Das sind leider keine wertvollen. Ein Medium. Von der Hexe hin zu Medium. Geil, kann jetzt Magic zocken oder was das hat. Aus den Magic-Karten. Mhm. Für Abe. 5 ist aber auch eine gute Zahl. Ja, das ist gut. Oh. Jay gönnt. Ist gut. Komm! Schweinchen! Herz. Gönn ich mal jedem, ne? Kleines Kartrennen. Oh ja. Naja. Yes! Jay gönnt sich richtig. Gute Zahl. Okay. Das ist ein Witz! Das können wir nicht so. Okay, 80k kann ich trotzdem. 80k besser als 40 oder 10. Nicht letzter werden. Das ist meine Challenge. Ich dachte, du wolltest Erster werden. Das will ich auch noch weiterhin. Achso. Ich freue mich einfach, wenn ich mit 1,6 Millionen in Ruhestand gehe. Ja. Dafür habe ich zu schlecht Also Bram hat halt auch 1,6 Millionen noch. Ja, aber er hat halt keine Sterne, der am Anfang so am Sack war. Ah, hallo. Wir bleiben mal vor den Steuern lieber stehen, ne? So, let's go.
Steuern ist das, würde sich kein Steuerberater leisten können. Ach, nein. Ist mal drin? Peter, kannst du wirklich einmal erklären, wie du drehst? Also, ist das irgendwie so... Wie schaffst du das so gut? Hä? Was heißt denn so gut? Ich habe voll häufig verloren gegen euch. 50% der Fälle habe ich verloren. Ja, sag mal so, Meinung, du hast zweimal ein 100k-Duell verloren, wo wir beide mal eine 10 gewürfelt haben und du eine 8 und eine 9. Ja, ich würfel einfach... Also kannst du mir nicht zählen, dass du schlecht einfach würfelst. Oder drehst. Ich brauche halb so lange wie ihr. Ich sehe halt manchmal, wie ihr euch dann noch mal Probe dreht oder so ausrichtet oder so. Ich nehme einfach das Ding in die Hand und drehe. Ja, ach so! Ja, so guck mal, er nimmt einfach das Ding in die Hand und macht eine 10. Mann! Kimmel. Da kriegt der wieder ein Schweinchen, ey. Eine 2 wollte ich, Mann! Schweinchen! Oh yes! Alles drin, Jonathan. Ich muss den Druck aufrechterhalten. Das kenne ich. Ja. Ach, Gott sei Dank, ey. Ach, Mann, bin doch. Ach, Bram, du kannst ja jetzt nicht vor mir noch reingehen. Doch, ich bin gerne vor dir rein. Das ist halt schon ärgerlich. Na, ihr könnt euch darum streiten, Alter. Also schon eine starke Leistung, ich wurde in meiner Villa also sieben, und mache jetzt Rendite sieben jeden schon, Monat. Schon stark. Sind auf jeden Fall viele Herzen. Punkte, ja. Oder von den ja, Punkten, oder wie auch immer man die gar nennt. Ich glaube, ich gehe jetzt in Ruhestand. So ein Guess. Du kannst ja sogar noch Peter challengen in den Büchern. In den Büchern. Der hat nur einen mehr als du. Der hat 7. Du musst dich zweimal hintereinander treffen und Peter darf nicht treffen. Richtig, aber da muss er auch sich mit mir käbbeln. Schön, wir können ihn double sandwichen. Warte, ja, Peter, so läuft das. Na, guck mal. Weißt du, das Schlimmste ist. So natürlich nicht. Das Schlimmste ist, Peter wird am Ende trotzdem gewinnen. Das ist ja, das alles Schlimmste. Das ist einfach die größte Demütigung, die man so haben kann, ey. Alles sind gegen Peter. Wir verschwören uns gegen Peter, der zieht uns trotzdem ab. Er macht sowieso wieder schwarz. Ist halt insane. Nee, war ehrlich. Und bringt trotzdem. Ich muss jetzt volles Jonathan, du musst echt gehen. Langsam machen. Ich muss jetzt volles Risiko gehen. Ach, du wirst jetzt gleich einfach eine 10 würfeln, sobald du da drüber springst. Ja, gib mir doch eine 5. Eine 6. Volles Risiko. Achso, ist egal. Oder? Rechts ist nix, ne? Nee. Geht volles Risiko. Oh, jetzt geht los und er macht eine 10. 1. Nice. Komm. Haus, 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 Haus. Steuern. Haus, 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 Haus. Haus! Oh! Haus! Also, Haus! Nice! Gönn ich mir doch mal ein sexy Treibhaus. Nice! So, Jay, der Immobilienmagnat hier. Oh yeah! Oh yeah! 3 Häuser in einer Runde, da hab ich auch noch nie geschafft. Da ist noch mehr drin! Da setz ich mir ein Brötchen Jay kann noch gewinnen. Köpfchen. Naja. Das seh ich auch so. Wenn er jetzt nicht sich klickt. Jay will das gewinnen. Ich glaube aber, dass ich zu viele Grüne am Anfang gewürfelt habe, um wirklich mitreden zu können. Also ich bin ja dreimal hintereinander auf das Grüne gekommen. Ja, aber es gibt keine Karten. Ja, ja, das ist das Problem. Ach komm, ey, deine Mutter. Du kannst weiter auf die Schweinchen gehen, Peter. Ja, wirklich. Es macht aber gar keinen Unterschied. Machen. Naja, die Schweinchen sind verloren. Will er nicht so früh aufgeben? Ja, nee, aber er hat ja 2 mehr. Wie soll ich denn das? Ich muss ja 3 holen. Ja, mach's jetzt. Ah, okay, jetzt. In dem Fall nehme ich natürlich den Schwein, das ist klar. Ich gehe auf die Schweinchen. Jetzt fehlt nicht mehr viel. Jetzt muss ich noch 2 holen. In 2 Runden. Also. Oh, jetzt gebe ich aber richtig Gas. Nee, das Schweinchen behalte ich. Naja, ich glaube nämlich auch. Ich glaube, der befindet sich noch 2, bevor der ins Ziel geht. Okay, was macht jetzt mehr Sinn? Frage. Nochmal auf meine Halbzeit. 30 bis 60k, die da einfach fresh in den Tash von den anderen kriegst. Das sind 60k plus die 20 Punkte dafür. Das sind 80k, die ich auf möglicherweise kriege. Aber ich verliere damit nicht 100k. Aber 50k ist auf jeden Fall. Das, was ich mir, ist doch zum Kotzen. Jake glaubt auch einfach nicht. Reicht aber auch ein kleines Geschenk. Ja, ich war. Bin ja eh gleich am Abnippeln.
War ja eh, wollte ich gerade sagen, in der Rente heiraten, das ist auch nicht so besonders. Wenn ich jetzt gleich mal ein bisschen Glück habe bei den Häusern. Schon wichtig. Da flog ich wieder rum. Bram macht auch so. Mach mal. Ach, komm, ey. Ja, ah. Lächerlich. Ah. War aber nix. Ich muss jetzt gleich ganz schnell das Spiel beenden. Komm mal bitte, Schwarz. Danke. Nächste kriegt. Echt schade. Du hast keine Schnelle. Selbst wenn der 10-mal voll Schwarz und für Peter 10 Nieten, hat er immer noch einen Punkt mehr als du. Auch geschafft. Ja, aber du holst jetzt einfach wieder. Du machst jetzt Schwarz, da kommt ja nochmal ein Schwein. Ja, dann habe ich jetzt ja immer noch nicht. Schwarz. Ja. Mal Schwarz. Wichtig. Wichtig. Kann ich mir sogar noch einmal gönnen. Du hast alle Zeit der Welt. Peter, Jay würfelt jetzt einmal eh die zwei. Eins sind niedrige Zahlen nochmal. Jawohl. Entspannt. Eins, zwei, drei. Komm. Mal ganz entspannt jetzt hier. Oh. Ja, Jay, ist doch klar. Ja, habe ich hier eine größere Chance, was Fettes ja, zu kriegen. Auf jeden Fall. Nimm da ein fettes Haus und dann... Treibhaus, das ist... 800k schlecht. Könnte schon wichtig sein. Nein, oh, das ist ganz schlecht. So hey, hast du 88 gemacht? Das ist super. Ja, da habe ich 88 gemacht, das stimmt. Das ist 20% Rendite, hat immer mehr. Hast noch zwei ja, Häuser. Ja, ich weiß natürlich, Alter, ich hätte halt einfach, ich hätte einfach 400k Gewinne haben können. Scheiße. Aber ja. Ja, Bram dreht ja, sich einfach mal die ganze Zeit Geld. Also die Häuser sind halt schon wirklich das Gönner. Das nennt man Rente, Sebastian. Ja, nee, hab ich nicht. Ich hab hier kein... Ach komm, ey. Ah, einfach kein Glück. Peter zu challengen ist immer eine dumme Idee. Nicht für Jay. Naja, das Schweinchen habe ich. Da kann Peter jetzt auch sein Schweinchen gerne kriegen. Gönn ich dir, Peter. Aber schade. Hätte ich hier gegönnt. Ja. Okay. Geht auf jeden Fall darum, nicht letzter zu werden. Okay. Ja. Ich habe eine Chance, Game of Life zu gewinnen. Oh mein Gott. Das wäre schon sexuell. Ja! Oh, wichtig. Das ist der Höchstpreis. Nice. Nice. Guter Kick. Okay, jetzt noch irgendwas Dickes. Hat gerade auch schon mal geholfen. Immer unten links. Ich wollte gerade sagen, die anderen Häuser waren auch alle unten links. Ich glaube, du 220. hast easy gewonnen. So viele Punkte hatte ich doch nie. Und jetzt nochmal 100k mega. Drauf. Und jetzt nochmal 100k drauf. Oh mein Gott. Ich weiß mega. Nicht, irgendwie alle Planeten stehen, glaube ich, gerade in einer Reihe. Ja. Irgendwas muss sein. Die Aufnahme ist gleich kaputt, ich sage nicht. Nein. Ich hab in MKV nehme ich auf, die gehen nicht mehr kaputt. Die können ja, dann nicht sagst kaputt du, gehen. Die Festplatte macht einen Abgang. Die können ja. nicht kaputt gehen. Die können nicht kaputt gehen. Komm! Wie viel Geld? Ja! Alter! Mehr ist Geld! Ja ekelhaft! Aber Attribute habe ich nicht ja so viele. Heftig ekelhaft. Aber es gibt auch nicht so viele Punkte, Jonathan. Gib nur ja, 20. Ah, ich weiß. Ja, das sieht richtig, richtig gut aus. Abraham hat auch noch einen Schutzschein. Wir haben alle über 2 Millionen Platz vermieden. Ja. Ja, jetzt kommen wir noch die Schutzscheine. Wir haben alle über 2 Millionen. Damit bin ich hinter Sepp. Nee, die sind 100. Nee. Jawohl, ich letzte. Yeah! Ich hab Game of Life gewonnen. Oh, das war die letzte Folge von diesem Projekt. Dankeschön fürs Zuschauen. Oh mein Gott, dass ich das noch erleben darf. Ich hab Game of Life durchgespielt. Also Glückwunsch. Glückwunsch, yeah! Geil. Wusstet nach dem ersten erleben, Zug, ja. dass das eine Schmutzrunde wird, ey. Alter, mega geil. Ja, das war ich die auch. Beste Game of Life Folge ever. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Tschüss.